Frage der Kollege Dr. Rainer Kraft, AfD. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Frau Ministerin, für die Schilderung Ihrer Vorhaben und Ihrer Anstrengungen, die Sie unternehmen wollen, um die Klimaziele zu erreichen. Nun wissen wir seit letztem Herbst, dass der CO2-Wert global weder stagniert noch rückläufig ist, sondern ansteigt. Das heißt, er ist nicht im geringsten beeindruckt über die Anstrengungen, nicht nur der deutschen, sondern der globalen Anstrengungen, den CO2-Wert zu reduzieren. Da kann man zwei verschiedene Deutungen machen. Zum einen kann man es deuten, dass das Instrumentarium vollkommen unzureichend ist, das Ziel zu erreichen. Das heißt, dass sämtliche Anstrengungen global von anderen Effekten überlagert werden und die menschlichen Anstrengungen vollkommen ins Leere laufen. Die andere Erklärung wäre, dass sie noch nicht ambitioniert genug sind, dass man die eigenen Ambitionen für 50, für 100 oder für 200-fachen würde und damit eben auch die Kosten nach oben treiben würde. Also in welche Richtung glauben Sie, dass es sich entwickeln wird, dass der CO2-Wert auf die sehr, sehr teuren Bemühungen, die den Steuerzahler belasten, anfängt zu reagieren? Frau Bundesminister. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sind nicht nur dadurch belastet, dass wir etwas dagegen tun, dass der Klimawandel weitergeht, sondern auch mit den Folgen, die wir doch jetzt schon sehen. Und deswegen müssen wir engagierter gegen das vorgehen, was wir als globale Erwärmung beschreiben. Und ja, wir sind noch nicht an unseren Zielen angekommen. Die Erderwärmung ist noch nicht gestoppt. Und deswegen müssen wir jetzt sehr ambitioniert da reingehen und da weiter nach vorne kommen. Das ist eine Verantwortung, die wir für Kinder und Enkelkinder haben. Das ist eine Verantwortung, die wir international haben. Wir sind hier eine Industrienation. Unser Anspruch war doch immer, dass wir die innovativsten Lösungen haben, die wir dann in die Welt hinein exportieren können. Die Wirtschaft ist da sehr weit vorne. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir mit dem Know-how, was wir hier in Deutschland haben, es schaffen werden, auch in der Frage des Klimaschutzes die innovativsten Lösungen zu haben, die besten Autos zu bauen, die dann international nachgefragt werden, die besten Energieanlagen zu haben, die besten Filtertechniken. Wir müssen, glaube ich, zeigen, wie das geht. Wenn das eine Industrienation wie Deutschland nicht kann, wer soll denn das dann können? Und ich glaube, diese internationale Verantwortung ist uns sehr bewusst. Wir sind diejenigen, die wirklich sehr stark exportieren, und diese Vorreiterrolle werden wir halten. Danke sehr. Die nächste Frage stellt der Kollege Dr. Lukas Köhler, FDP.